Wir kommentieren dieses Spiel für Sie. Frank Buschmann und Manni Breukmann im Stadion. Die Atmosphäre hier im Stadion ist klasse. Die Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Und da grätscht in den Gegner hinein. Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns die Frage, gibt es ihn, den Favoriten? Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Das ist völlig offen hier. Das ist natürlich auch schon in allergrößten im Fußball passiert. Eine bittere Pille, ein Eigentor. Und dann geht der Ball tatsächlich rein. Eigentor. Oh oh, oh oh, dumm gelaufen, Eigentor. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht gleich aus dem Konzept bringen lassen. Trainer ist sauer, da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Und da attackiert er ihn. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Das sieht gut aus. Ja, und die Flanke abgefangen. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Ekpar, der könnte, er hält ihn fest. Er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Da bearbeitet er den Gegner. Er attackiert ihn, er will den Ball. McCarthy. Stark gemacht. Und schon wieder eine Grätsche. Mit dem Kopf. Er ist drin! Er spielt mit Köpfchen. Der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Und der kommt genau an. Die Flanke kommt gut. Jetzt wird der Torwart erstmal ganz erleichtert durchatmen. Denn da hat wirklich nicht viel gefehlt. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Er schwankt und schwankt, aber er will nicht fallen. Aggressives Tackling. Jetzt greift er den Gegner an. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Elmander. Ein Pass wie aus dem Bilder. Ja, war der Torwart jetzt so gut oder war der Spieler so schlecht? Für mich war es der Keeper, der da sensationell reagiert. Und schon wieder Eckball. Versucht's mit dem Kopf. So, das gleiche nochmal. Ecke. Hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Er greift ihn hartnäckig an. Er wackelt leicht, aber er bleibt einfach oben. Elmander. Und der Torwart darf jetzt abstoßen, nachdem der Ball ins Tor ausging. Gut abgefangen hat er da den Ball. Er attackiert, er will den Ball. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Die Abwehr ist ganz konzentriert, keine Gefahr. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Schuss und... Es ist immer das Gleiche im Fußball. Du musst dich konzentrieren. Und hier hat die Konzentration im Abschluss eindeutig gefehlt. Und wieder mal eine Chance leichtsinnig liegen gelassen. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Und der Unparteiische lässt das Spiel weiterlaufen. Das kann er, das macht er immer wieder. Zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff.
Ein Traumpass. Souverän, wie er das Problem gelöst hat. Er grätscht hinein. Er attackiert, er will den Ball. Ja, da lässt er den Gegner ins Leere grätschen. Ja, wunderbar gemacht. Sehr, sehr schön. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er den Mann eben ins Leere. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Gibt Einwurf. McCarthy. Super Pass, genau. Oh, das war ein Foul. Und er hat schon gelb. Oh, jetzt werden sie richtig hart bestraft. Platzverweis und noch ein gefährlicher Freistoß. Aber wollen wir mal sagen, Manni, diese rote Karte geht hundertprozentig in Ordnung, denn das ist viel zu hartes Einsteigen. Meine Güte, war das knapp. Ganz, ganz knapp über die Latte. Und die Regeln werden natürlich auch verletzt. Hier ist die Foulstatistik. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2:0. Selbst ist der Mann. Man kann auch selber in den Rückstand geraten. Ja, das ist bitter. War wirklich ein kurioses Eigentor. Und von der ganzen Körpersprache her würde ich sagen, das tut denen richtig weh. Die Pause ist vorbei. Es ist alles in Ordnung. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Gut geklärt von ihm. Gute Flanke. Super Flanke, dachte ich so bei mir. Ist aber nichts draus geworden. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Da geht er in den Gegner rein. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Steven Gohuri. Da bearbeitet er den Gegner. Lee Chung-Yong. Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Ein saublödes Eigentor. Da wird der stinksauer sein. Haut der sich doch das Ding selber rein. Ein Eigentor. So, und da muss man nicht lange hinschauen. Der hat den Kaffee auf. Total deprimiert. Zu Recht. Um Himmels Willen, das war ein kurioses Eigentor. Da will er jetzt den Zweikampf. Petrov. Jetzt greift er den Gegner an. McCarthy. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Jetzt kann er flanken. Kopfballmöglichkeit. Der geht daneben. Attacke auf den Gegner. Schöner Zweikampf. Ballbesitz. Lee Chung-Yong. Ja, da passt ja wirklich alles zusammen bei diesem Verein. Die Mannschaft, die Fans, es ist wunderbar. Aber sie spielen auch richtig guten Fußball und das von Beginn an. Und das macht natürlich Spaß. Klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch ab. Tja, so kann es gehen. Natürlich wollte er das ganz anders machen, natürlich. Aber so wird sein Eigentor. Beckenbauer hat auch schon eins gemacht. Aber das wird den Schützen nicht trösten. Eigentor. So, das muss er jetzt sofort abhaken. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das kann passieren. Das war eins von den Eigentoren, die ganz besonders überflüssig waren. Attack. Tja, da wird er heute nicht gut schlafen. Ein Eigentor. Noch ein Eigentor. Das ist ja kaum zu glauben. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Noch ein Eigentor in diesem Spiel. Und der Keeper ist abseits Rand und Band. Da ist jetzt Frust dabei. Klar, deutlich zu spüren. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Und da attackiert er ihn. Er liegt immer noch da. Ich bin gespannt, ob er weitermachen kann. Naja, er hat es halt mal versucht aus dieser Distanz.
Tja, davor muss man nicht unbedingt zittern als Torhüter. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Petrov. Und da geht er vehement in den Zweikampf. McCarthy. Da wird der Trainer zufrieden sein. Ein wunderschönes Zuspiel. Super Pass! Jetzt fangt bloß nicht an zu diskutieren. Das war ein klarer Elfmeter. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Es steht auch schon einer parat. Und Tor! Und Tor! Und Tor! Nicht viel Heckmeck, ohne Nerven verwandelt dieser Elfmeter. Sensationell, ohne jedes Nervenflattern. Die Stürmer auf beiden Seiten geben heute wirklich alles. Heute ist Stürmertag. Jetzt greift er den Gegner an. Da geht er in den Gegner rein. Der geht ins Aus, ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Und wieder mal eine schöne Statistik, nämlich die Ballbesitzstatistik. Aber keine Vorteile für irgendwas. Was soll er da anders machen, der Schiri? Freistoß. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Tja, da muss er den Ball zum Torhüter zurückspielen. Tja, das sehen die Fans hier nicht so gerne. Kurz vor dem Ende der Partie ist ihm jetzt dieses Missgeschick passiert. Unglückliche Aktion, keine Frage. Zu diesem blöden Zeitpunkt ein Selbsttor. Ja, viel übler kann es nicht mehr werden heute für ihn. So, und wenn jetzt nicht noch ein Fußballwunder passiert nach dieser Aktion, dann wird sich nach dem Spiel alles auf ihn einschießen. Ein ganz, ganz dummes Eigentor. Ja! Auch so kann man sich befreien. Oh, ein ganz wichtiger Eckball. Das könnte der Ausgleich werden. Vielleicht kommt gar keine bessere Chance mehr. Und er faustet den Ball weg. Und da grätscht in den Gegner hinein. Klare Sache, Freistoß. Ja, deswegen wird die Partie hier nicht unterbrochen. Kein Problem für den Keeper. Spannend, viele Tore, Fußballherz, was willst du mehr? Endresultat 4:3. Sehr unglücklich. Ich weiß ja auch nicht, ob der Gegner sich so richtig drüber freuen kann. Ja, ich glaube schon. Das ist natürlich nicht ganz so schön durch ein Eigentor, aber sie haben das erzwungen.